Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute soll es mal wieder um Willkommen im Haus der Eulen gehen. Und wir beschäftigen uns mit Bellos bzw. Philipp und seiner Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder Willkommen im Haus der Eulen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Ja, dann starten wir los mit dem Video. Bellos kennen wir hauptsächlich als Imperator der brodelnden Inseln. Er ist der Begründer des Zirkelsystems, welches die Einwohner der brodelnden Inseln vor wilder Magie beschützen soll. Wilde Magie beschreibt im Prinzip unter Anführungszeichen, wenn man einfach ungezügelt jede Art von Magie verwendet. Und öffentlich behauptet der Imperator, dass der Titan das nicht möchte. Und der Titan wiederum ist im Prinzip die Insel, auf der alle leben. Bellos behauptet, dass er der Einzige ist, der mit dem Titan sprechen kann und so versucht, den Willen des Titanen umzusetzen. Jedoch befinden sich hinter der Fassade, die Bellos hier geschaffen hat, böse Absichten. Und dafür gehen wir ein Stück in der Zeit zurück. Wir befinden uns in Gravesfield, Connecticut im 17. Jahrhundert. Dort lebten der junge Philip Witherbane und sein großer Bruder Caleb. Durch unbekannte Umstände wurde Philip ziemlich jung schon zum Waisen, weshalb er von seinem älteren Bruder großgezogen wurde. Im Jahre 1613 zogen die beiden nach Gravesfield und beteiligten sich dort auch an den Hexenjagden. Diese waren zu der Zeit irgendwie Teil des gesellschaftlichen Lebens. Caleb schnitzte seinem jüngeren Bruder dafür extra auch eine gehörnte Maske. Mit der Zeit wurden die beiden immer erfolgreicher und bekannter als Hexenjäger. Doch eines Tages trafen sie auf eine Hexe aus dem Dämonenreich. Caleb war fasziniert von ihrer Magie und beschloss, ihr ins Dämonenreich zu folgen. Sein jüngerer Bruder Philip jedoch nahm an, dass er von ihrer Magie in die Irre geführt worden war. Und so folgte er seinem Bruder. Durch den Eklipsensee, der ein wenig Titanenblut enthielt, öffnete sich ein Portal zwischen den Welten und so kam Philip ins Dämonenreich. Und es dauerte nicht lange und er traf auf seinen Bruder Caleb. Doch die Freude über das Wiedersehen war nur von kurzer Dauer. Denn als Philip realisierte, dass Caleb und die Hexe namens Evelyn glücklich zusammen waren, brach ein Streit zwischen den zwei Geschwistern aus. Und bei dem tötete Philip seinen Bruder. Dadurch und durch den Spott, den er auf den brodelnden Inseln ausgesetzt war, wuchs sein Hass auf die Hexen immer mehr. Er sah im Dämonenreich eine Bedrohung für die Menschen. Und so machte es sich neben dem Erschaffen eines Portals in die Menschenwelt zur Aufgabe, das Dämonenreich zu zerstören. Jedoch musste er weiterhin mit den EinwohnerInnen der brodelnden Inseln zusammenarbeiten. Auf seinen vielen Erkundungsreisen entdeckte er eines Tages Glyphen. Und dies stellte für ihn als Mensch die Möglichkeit dar, die Magie der brodelnden Inseln zu verwenden. Und um diese Magie uneingeschränkt und direkt nutzen zu können, ritzte er sich die Glyphen in den Arm. Allerdings hatte das Ganze eine ziemlich schreckliche und auch schmerzhafte Nebenwirkung. Bei jeder Anwendung begann sich sein Körper zu verformen und zu verzerren. Und das Einzige, das hierbei zumindest temporär zu helfen schien, war die Magie von vertrauten Tieren. Irgendwann ab dieser Zeit begann er auch ein Tagebuch zu schreiben. Unter anderem beschrieb er in dem Tagebuch eine Reise, die er mit einigen Freiwilligen zum Eklipsensee machte. Dort hoffte er nämlich, Titanenblut für sein Portal zu finden. Jedoch fanden sie hierbei nur Narrenblut vor und seine Begleiter kamen hier ums Leben. Jedoch weiß man nicht, ob Philip hierbei nicht einfach nachgeholfen hat, aber dazu später mehr. Nach einiger Zeit erfuhr er von einem göttlichen Wesen, das als der Sammler bekannt war. Er begab sich nun auf die Suche nach diesem, in der Hoffnung, dass er ihm dabei helfen könnte, das Dämonenreich zu zerstören. Auch für diese Expedition suchte er wieder nach einem Freiwilligen. Und hierbei traf er auf Blauer Fang. Dieser begleitete ihn zur Expedition zum Schädel der Insel. Doch Blauer Fang wusste nicht, dass er nur als Opfer gedacht war. Denn die Tafel, mit der man den Sammler befreien konnte, befand sich hinter einer Tür, die von einem Steinschläfer bewacht wurde. Und Philip wollte ihn nur als Ablenkung verwenden, um das Artefakt zu finden. Allerdings lief das Ganze nicht nach Plan und Philip konnte das Artefakt nicht finden. Daher musste er dieselbe Expedition nochmal starten und suchte nochmal nach Freiwilligen. Und dabei traf er auf eine junge Krabbenmaid und ihre Tante Schmutztrude. Beziehungsweise wir wissen, dass es Luz und Lilith sind, denn die beiden waren hier in der Zeit zurückgereist, um mehr über Philip herauszufinden. Und so begleiteten sie ihn zum Schädel des Titanen. Während Lilith die Tür öffnete, konnte Luz einen kurzen Blick in Philips Tagebuch werfen. Und dort begann er über diese Expedition und ihr Ende zu schreiben. Und auch hier schrieb er wieder, dass seine Begleiter es nicht schafften. Das bedeutet für uns, dass Philip alle seine Begleiter bewusst in die Falle lockt, um sie zu töten. Und sein Plan ging hier zum Teil auch wieder auf, denn er hatte genug Zeit, um das Artefakt des Sammlers zu finden. Und durch eine Glyphenkombination konnte er sich aus dem Schädel wieder zurück irgendwohin beamen.
Luz und Lilith jedoch schafften es, den Steinschliefer zu zähmen. Sie verfolgten Philipp und Lilith verpasste ihm eine. Und dabei wurde seine Nase gebrochen. Und von da an hatte er einen kleinen Knick darin. Jedoch war er seinem Plan einen Schritt näher gekommen. Immerhin hatte er jetzt den Sammler. Mit dessen Hilfe arbeitete er eine Art Zirkelsystem aus. Der Plan hierbei war, dass man sich für eine spezielle Art von Magie entscheiden muss und der Rest versiegelt wurde, durch ein Zeichen, das man auf den Arm bekommt. So könne man beispielsweise dem Illusionistenzirkel beitreten und nur noch mit Illusionen arbeiten. Aber zu den Zirkeln allgemein mache ich irgendwann ein eigenes Video. Die Idee hinter diesen Zeichen jedoch war es, die Hexen, die dieses Zeichen trugen, damit ausschalten zu können. Und jetzt musste Philipp diese Idee nur noch unter die Leute bringen. Das einzige Problem war hierbei, dass Philipp schon so unbeliebt war, dass ihm vermutlich niemand mehr zugehört hätte. Er überlegte sich eine Tarnung und erschuf so Bellos. Und um sein Gesicht zu verstecken, verwendete er eine Abwandlung von der Maske, die Caleb ihm geschnitzt hatte. Und da er, unter Anführungszeichen, den Verrat und den Verlust von Caleb nie wirklich überwinden konnte, begann er damit, einen Grimmwandler zu erschaffen. Über Grimmwandler habe ich schon mal ein Video gemacht, das ist am Ende des Videos verlinkt und in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall erschuf er mit der Hilfe des Sammlers eine Art Kopie von Caleb. Und diese Kopie sollte in Zukunft seine rechte Hand als der goldene Wächter werden. Und so begannen sie, die brodelnden Inseln zu missionieren. Sie reisten von Ort zu Ort und berichteten den Leuten von wilder Magie und deren bösen Auswirkungen. Er erzählte auch, dass er mit dem Titanen sprechen konnte und er ihnen eine Lösung anbieten kann. Und diese Lösung waren die Zirkel. Anfangs machten sie jedoch scheinbar nur Probedurchläufe. Er wollte wissen, ob die Zeichen so funktionieren, wie er es wollte. Außerdem inszenierte er sehr oft, dass er von wilden Hexen verfolgt und angegriffen wurde. Sie steckten auch ganze Orte in Brand und behaupteten, dass das Werk von wilder Hexerei sei. Und natürlich wuchs hier dann der Unmut und die Sorge der BewohnerInnen. Und so begann sich sein Zirkelsystem, das er mittlerweile komplett ausgebaut hatte, durchzusetzen. Doch nach einiger Zeit kam der goldene Wächter, also seine rechte Hand, irgendwann dahinter. Und ohne zu zögern wurde dieser von Bellos vernichtet. Und so begann er, einen neuen goldenen Wächter zu schaffen. Und das passiert in der Geschichte tatsächlich ziemlich oft. Er schaffte es, irgendwann zum Imperator der Inseln zu werden. Und circa 50 Jahre später kommen wir dann zu den Ereignissen von Willkommen im Haus der Eulen, Staffel 1. Und wie wir wissen, hatte Ida, die Eulenlady, ein Portal, um hin und wieder in die Menschenwelt zu gelangen. Dies hatte sie als Teenager gefunden und verwendete es, um immer wieder Müll von Menschen zu sammeln und den auf den brodelnden Inseln zu verkaufen. Durch dieses Portal stolperte auch Luz eines Tages in die Dämonenwelt. Da Ida sich weigerte, einen Zirkel beizutreten, wurde sie auf den ganzen brodelnden Inseln gesucht. Außerdem ist sie, wie sie selbst immer sagt, als die mächtigste Hexe der brodelnden Inseln bekannt, da sie ja keinem Zirkel angehört und somit ihre komplette Magie verwenden kann. Und damit ist sie Imperator Bellos ein Dorn im Auge. Er setzte Idas Schwester Lilith immer wieder auf sie an. Jedoch gelang es ihr nie, Ida zu schnappen. Doch am Ende der ersten Staffel wurde Luz von Lilith gefangen genommen. Daraufhin stürmte Ida zum Schloss und es entbrach ein Kampf zwischen Lilith und Ida. Dabei wurde Ida gefangen genommen und Luz freigelassen. Daraufhin brachte Lilith Ida zum Imperator. Denn dieser hatte ihr versprochen, dass sie ihren Fluch heilen würde. Allerdings löste Bellos sein Versprechen nicht ein und wollte Ida versteinern lassen. Er erklärte Lilith, dass dies der Wille des Titanen war. Luz wollte Ida infolgedessen befreien. Und da traf sie das erste Mal auf Bellos. Und dieser gab ihr die Möglichkeit, Ida zu befreien. Jedoch wollte er vorher das Portal von Ida haben. Luz übergab ihm das Portal, allerdings hatte sie dieses vorher mit einer Glyphe versehen, sodass es dann explodierte.